Gott sprach, es werde Licht, und er fand den Schalter nicht. Und damit herzlich willkommen mit einem epischen Spruch hier zurück bei South Park The Stick of Truth. Und hallo Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich und ja, es ist dunkel hier in Colorado. Und das heißt, es ist Kakao-Time. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ihr auch gerade Kakao trinkt. Ich muss gerade mal gucken. Bevor jetzt es hier wieder ellenlang losgeht, bis wir mal irgendwie weiter sind oder bis die Folge mal wieder zu Ende ist. Ich will ja nicht mehr so lange aufnehmen, aber die einzelnen Quests, die dauern halt immer so ewig lange. Das ist schon, ne, ganz komisch. Aber es ist spät. Geh zurück nach Hause, bevor deine Eltern finden und die Hausarrest verpassen. Das möchte ich ungern, ja? Wir müssen nach rechts gehen, zum roten Haus. Und das machen wir jetzt auch mal. Ab nach Hause. Oh, das ist meine Maus. Hab ich sie ein bisschen zu dolle geschoben. Auf zum... ist das mein Zuhause? Das ist jetzt aber nicht mein Zuhause, oder? Was ist denn das für ein... Das ist Jimmys Haus. Warum ist das kaputt? Warum ist da die Tür rausgerissen? Können wir da mal reingehen? Ich gehe jetzt einfach mal in Jimmys Haus rein, obwohl das total... Ja, die Tür ist offen. Ach so. Nein! 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 Nein, ich kämpfe jetzt nicht gegen die Eltern von Jimmy. Wollte man mal machen? Oh Gott, das... Das ist ja nochmal... Nein, das sind meine Eltern! Scheiße! Ich wollte gerade ins Haus... Warum waren die im Haus von Jimmy? Klasse, geil, mein Vater hat mich eingefangen. Gehe ins Bett. Und ich hoffe mal, dass mich die Aliens nicht nochmal abholen werden, aber wir gucken einfach mal. Good night, my little gumdrop. Hope you're enjoying all the peace and quiet in our new home as much as we are. Es passiert immer irgendwas in der Nacht. Die klingen wie Tadel und Adi. Na, die bringen mich nicht um jetzt, die Unterhosenwichtel. Was ist denn... Was ist denn das jetzt hier? Wir sind nur alleine. Aber ich hoffe mal, die sind auch nicht allzu stark. Ägyptische Plagen ruft eine Mischung aus Pestizid, Feuerhagel, Fröschen und fliegenden Insekten herbei und bringt all deine Feinden großes Leid. Gucken wir doch mal. Jetzt, wo es sich schon mal anbietet, können wir die Attacke ja mal machen, wa? Wenn das Licht auf dir ist, dann drücke WASD in einer beliebigen Reihenfolge, um verschiedensten Plagen zu entfesseln, okay? Okay. Was war denn das für eine Attacke? Voll stark. Oh, nochmal. Ah, die sind größer. Okay, machen wir nochmal die Attacke. Ägyptische Plagen. Ich rufe euch. Oh Gott.
Alter, wie viel Schaden macht denn das? Die sterben ja alle. Oh Gott. Ne, aber die sterben aber alle, ne, oder? Ja, alle tot. Boah, die Attacke ist ja mega stark. Wie viel Schaden die zum Schuss macht. Okay. Befolge die Wichtel. Ich bin ja jetzt kleiner, was soll das denn? Die mich geschrumpft. Okay. Okay, okay. Einen Moment. Ja. Erstmal gucken, was sie mir so und hinterlassen haben. Zerrissene Unterhosen, sehr schön. Wichtelhandschuhe. Und Mana-Tränke. Ich möchte jetzt erstmal ein wenig Mana nehmen. Ja, ich habe ein Level wieder erhöht bekommen. Die ägyptischen Plagen kann ich nicht skillen. Wirbelndes Verhängnis. Skillen wir das mal. So, jetzt möchte ich ganz gerne mal die Wichtelhandschuhe ausrüsten. Fügt 10% Rüstung hinzu. 20 Schaden durch zweihändige Waffen. Okay. Ja, soweit so gut. Ich habe zwei neue Freunde, genau, genau. So, jetzt möchte ich ganz gerne mal schauen. Oh Gott, jetzt mache ich hier Wichtelmission oder was? Das kann ja was werden hier. So, maximale Mana. Das muss ich jetzt verbrauchen beim nächsten Kampf, sonst kotzt meiner. Ne? Ich glaube, so war das. Okay. Geht durch die Lücke in der Wand. Erledigt. Da ist die Lücke. Oh, das haben sie cool gemacht. Das haben sie echt cool gemacht. Ich darf mich nicht mehr so ablenken lassen. Mein Handy lenkt mich immer total ab. Klebriges Netz. Also die sieht ja aus nach Ratten und nach Spinnen. Obwohl wir... Okay. Scheiße! Jetzt sag mir doch einer, dass ich nicht in die Falle laufen rennen darf. Ich bin ja voll Idiot und renne einfach da rein. Oh Gott, eine riesen Killerratte. Jetzt stirbst du aber, mein gefiederter Freund. So. Dann werden wir jetzt mal eine Kotzeritis-Attacke machen. Nicht Kotzeritis, Furzeritis-Attacke. Machen wir den jetzt mal. Machen wir mal die Furzgranate. Halte gedrückt und dann klicke mit der linken Maustaste. Bonusschaden. Ja. Jetzt stinkst du, wa? Du hässliches Scheißvieh. Ah, nein. Oh, jetzt blute ich auch noch. Aber, Alter, wir haben schon 1000 Leben. Das ist, wie rasant das einfach mal gestiegen ist in den letzten Folgen. Boah, 1000 Schaden. Ich hätte mir das ja ersparen können. So. Ja, Riesenratte. Wir wollten nicht schon immer mal so klein sein, ne? Also, krasse Geschichte. Oh, ich hätte die töten können mit dem... Oh, Mann! Oh, das regt mich jetzt aber auf. Oh, ich hätte nach oben gehen können. Scheiße. Sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. Oh Gott. Oh, ich gehe hier weg, wie sich das schon anhört. Oh, es ist widerlich. Ich kriege schlechtes Kotzen.
Nein! Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Das habe ich nicht gespeichert. Scheiße. Nein. Nee, nicht mit mir. Du Scheißteil. Ich gehe dem Kampf aus dem Weg. Oh nein, Mann. Was soll denn das jetzt? Das ist doch nicht wahr jetzt hier, oder? Dann halt nochmal, dann werde ich gleich speichern gehen. Na komm, greif mich an. Autsch. Ist mir wehgetan. Das ist nicht nett von dir. Ich mach mal ohne Spaß. Ich tu meinen Charakter gleich mal anders anziehen. Der sieht ja total hässlich aus. Oh, wie süß sie einfach da liegt. So, jetzt muss ich eigentlich mal weiterkommen. Also, Leute, ne? Also, was mache ich hier denn schon wieder für Sachen? So, Spiel speichern. Ich habe es eben gerade hier nochmal gespeichert gehabt. Hier. So. Ausrüstung, Inventar. Ich brauche neue Klamotten. Ich sehe scheiße aus. Ich sehe richtig kacke aus. Ach, was ist das denn? Langweilige Frisur. Passt zu mir, ich bin auch langweilig. Ich will überhaupt gar keine Brille haben. Normale Sonnenbrille. Okay, ich habe es abgesetzt. Was ist das hier? Zombiefleisch. Ah, geil. Cool. Geil, geil. Ne, im Bad will ich nicht. So, jetzt sind wir ein außerirdischer Frauentyp. Oder so. Okay. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Jetzt gespeichert. Das ist ein schlechter Witz, oder? Das ist doch ein schlechter Witz. Ohne Spaß, ohne Spaß. Ich mach dann Best of draus. Ich mach dann Best of draus. Also das kann ich ja mal nebenbei nochmal hochladen. Das lohnt sich ja, finde ich. Wieso habe ich ein Pyjama an? Kein Wunder, warum ich so schwach bin. Was ist denn das für ein Müll? Warum zieht er denn seine Klamotten aus? So, hier, jetzt sehe ich geil aus. So. Zack. Ah, ich habe zu früh gespeichert. So, jetzt töte ich den aber. Pass mal auf, Leute. Ich habe dich doch volle Kanöle getroffen. Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt falsch mit dir? Egal, jetzt, ob ich meine Mana gleich verliere, du wirst jetzt sterben. Ich hab Bock darauf. Oh, jetzt hat er gar nicht mehr so viel Leben verloren. Oh, frisst das. Meine Mana kann ja gar nicht verschwinden, okay? Also ich habe nochmal Glück gehabt, oder kotze ich gleich? Jetzt verliert er so wenig Schaden. Ja, jetzt kriegt er so wenig Schaden. Ich versprich mich immer und immer wieder. Und nochmal einmal David Schleuder, bitte sterb jetzt. Nein, was ist denn los hier? Bin gleich tot. Oh, das gibt's doch nicht. Scheiße. Nein. Er halt. Oh Mann, ich könnte kotzen. Oh, Gott sei Dank. Was mache ich denn für Sachen? Bin doch ein Idiot. So, wenn ich jetzt nur einmal... Oh, der Taco-Mann. Wenn ich jetzt nur einmal in die Scheißfalle reinlaufe, ich schlitz mir die Kehle auf. So. Das haben die auch so unfair platziert. Man kann doch da nur reinlaufen. Ich will nicht wissen, ist das euch auch passiert, dass ihr da so dämlich immer wieder reingelaufen seid?
Okay, wir haben einen super elastischen Ball und einen Wichtelhelm. Gucke ich gleich mal. Der Wichtelhelm Level 9, nehme ich einfach mal. So, wir sind jetzt geiler Wichtel. Und wir haben einen Ball erhalten, ne? Jetzt macht der mehr Schaden. 100, 100... 9 Mal. Ah, der, mit dem kann ich 9 Mal werfen? Wie geil ist denn das? Ach so. Ich hätte erst Wasser und dann Strom. Ja. Ja, ergibt alles Sinn. Oh. Ah, kann ich aber dann oben? Nö. Ja, weiß ich ja nicht. Kann ich ja nicht wissen. Jetzt hören wir den Eltern nochmal beim Sex machen zu. Ach, hierhin muss ich rennen. Ich speichere sicherheitshalber nochmal. Leute, wir haben in den 5 Minuten bestimmt schon auf oder mehr und ich bin noch nicht mal weitergekommen. Wie schlecht bin ich einfach in dem Spiel? Jetzt beeile ich mich aber mal ein bisschen. Der Wicht